Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Illusion of Time. Oh, Quatsch, Illusion. Secret of Mana. Ja, im letzten Part haben wir noch ein erstes Monster besiegt, unser erstes Boss. Und ja, jetzt sind wir auf dem Weg in die erste Stadt, in die erste größere Stadt. In dieser Ortschaft. Und ich habe mich ein bisschen aufgelevelt, auf Level 5. Und werde zwischendurch auch wieder so ein bisschen weiter leveln, weil ja, je mehr Levels ihr habt, also je höher das Level ist, desto mehr Chancen habt ihr auch. Und ich bleibe natürlich erstmal beim Schwert, weil eine andere Waffe habe ich gerade sowieso nicht. Und uns wurde aufgetragen, zum Wasserpalast zu gehen. Der ist dort oben. Nach Pandoria müssen wir, glaube ich, jetzt noch nicht. Obwohl... Ich überlege gerade nicht erst nach Pandoria zu gehen und dann zum Wasserpalast. Eigentlich ist es egal, in Pandoria erwarten uns bloß eine Cutscene und ein Mädchen. Ja, das Mädchen würden wir auch treffen, wenn wir vom Wasserpalast zurückkämen. Ich würde mal sagen, wie machen wir das jetzt? Ach, wisst ihr was, wir gehen zuerst zum Wasserpalast. Ich habe mich jetzt entschieden, das so zuerst zu machen. Weil es uns ja aufgetragen worden. Das bist du? Wir kommen aus Pandoria, um Exdura zu bekämpfen. Das ist Oberst Hagen. Unsere Mission ist sehr gefährlich, aber wir werden es schon schaffen. Mit einer Peitsche können wir die Abkürzung zur Tura-Schloss nehmen. Oberst Hagen, angetreten. Hagen, Company, Marsch! Okay, das war scheinbar jetzt der... Anführer dieser Truppe. Ich glaube, die waren... ach Gott, von dem waren die jetzt... Waren die von Imperium? Nee, von Imperium nicht. Ach, ich weiß gerade nicht, vom Königreich oder so. Werden wir sowieso noch im späteren Verlauf des Spiels erfahren. Das ist jetzt der Wasserpalast. Hier kommen wir später nochmal zurück, weil hier hinter diesem Wasserfall, da gibt's was... das wir später holen können. Unsichtbare Kraft, ja. Da kommen wir jetzt noch nicht drin. Ist also zu früh. Gehen wir erstmal in den Wasserpalast. Weil der gute Viktor hat uns ja aufgetragen, wir sollen hier hin. Und da gehen wir jetzt auch hier hin. Da ist er auch schon. Auf geht's, Maki! Ach, die Musik der Samen. So, und jetzt, hey Süße, wo ist diese Aquaria? Ui, wie peinlich. Hallo Aquaria, schön dich mal wiederzusehen. Willkommen. Das soll Aquaria sein, die es 200 Jahre alt ist? Sieh an. Das Schwert sieht aus wie das Mana-Schwert. Überall sind Monster. Dieser Junge hat gerade eins erledigt. Ich weiß, Ebbe und Flut brachten mir bereits die schlimme Nachricht. Die Mana-Kraft wird immer schwächer, deshalb könnte der Junge auch das Schwert aus dem Stein ziehen, das wiederum erweckt die Monster zum Leben. Noch mächtigere Monster versuchen die Kraft des Mana-Schwertes zu stehlen. Erst wenn diese Monster besiegt sind, kannst du das Mana-Schwert mit Hilfe der Waffenorbs wieder reaktivieren. Den ersten Orb hast du bereits vom Sichelanbieter halten. Ja, so hieß dieser komische Boss von vorhin, im letzten Part.
Doch es gibt noch mehr solche Orbs mit Mana-Schwert-Energie. Energie für das Mana. Energie, Mana-Energie für das Schwert. Such jemanden, der mit den Orbs dein Schwert stärker machen kann. Aquario hat mich alles gelehrt, was ich wissen muss. Ich erfuhr von ihr über die Mana-Energie, die unsere Welt beherrscht. Begib dich ins Imperium, Victor. Sie planen, die Mana-Festung zu reaktivieren. Ja, Imperium sind die Bösen. Meint ihr etwa die Festung, die in der Legende Welt zerstört wird? Das ist kein Märchen, das Imperium versucht, sie wieder zu reaktivieren. Das Imperium bricht die Siegel, die zum Schutz der Mana da sind. Sie haben auch schon auf dem Samen diesen Palast abgesehen. Dann ist Pandora auch in Gefahr, oder was? Meinst du, Aquarium? Stimmt, Victor. Geh am besten gleich dorthin und warne den König. Okay. Und du, Aki, gehst zum Elfenteich. Die Zwerge, die dort leben, produzieren die besten Waffen weit und breit. Vielleicht kann einer der Zwerge auch dein Schwert mit dem Orb stärker machen. Mit einem stärkeren Schwert erhöht sich auch deine Kampfkraft. So, was ist mit dir? Aki, wovor hast du solche Angst? Aber ich denke mal vor der Festung. Bereits vor Jahrhunderten haben unsere Vorfahren versucht, die Mana-Kraft mit Hilfe der Mana-Festung zu kontrollieren. Erfolglos. Nur dem Mana-Schwert haben wir es zu verdanken, dass diese Welt noch existiert. Nach der letzten Schlacht haben Überlebende dieser Welt wieder aufgebaut. Das ist das Mana-Schwert, aber es hat seine Kraft verloren. Die letzte Kraftreserve hat es wohl aufgebraucht, als es dich gerufen hat. Aber warum gerade mich? Warum hat es gerade mich erwählt? Das weiß ich auch nicht, aber du musst dem Schwert neue Kraft geben. Wie denn? Was muss ich tun? Du musst beweisen, dass du es wert bist, dieses Schwert zu tragen. Na gut. So, und jetzt berühre dein Mana-Samen. Berühre den Mana-Samen mit dem Schwert. Damit wäre der erste Mana-Samen reaktiviert. Für einen kurzen Moment sind das Schwert und der Samen ineinander verschmolzen. Du hast den Mana-Samen mit dem Mana-Schwert versiegelt. Ach, versiegelt nennt man das. Von jetzt an richtet sich alle Kraft dieses Samens nur auf dich. Und zwar egal, wo du dich gerade aufhältst. Es gibt insgesamt 8 solcher Mana-Samen. Du musst sie alle versiegeln. Hier hast du eine Lanze. Sie wurde früher von Mana-Ritter benutzt. Lanze erhalten! Die sparen wir uns auf für unsere Gefährtin. Sie wird zur Benutzung immer stärker, ähnlich wie das Mana-Schwert. Übrigens, es gibt noch weitere Waffen, wie diese. Suche überall danach. Ich gebe dir die Kraft. Das Spiel speichern? Jo, natürlich. Zunächst sollst du zum Elfenteich gehen. Dort musst du nach dem Lava-Tempel suchen. Südlich von hier liegt die Stadt Pandora, durch die du gehen kannst. Okay, dann gehen wir mal dahin. Auf zum Elfenteich. Die Lanze werde ich jetzt noch nicht benutzen. Ihr seht, da ist unsere Mana-Kraft. 8 Mana-Samen müssen wir versiegeln. Glaube ich gerade. Und diese... Oh Gott. Kleinen Moment, Leute. Es klingelt an der Tür. So, das werde ich. Und weiter geht der Spaß. Auf zum Elfenteich. Jetzt müssten wir unterwegs doch auf unsere erste Begleiterin treffen. Und dann werde ich auch sagen, wie ich sie nennen werde. Ja, man kann seine beiden Begleiter benennen. Und diese Ehre haben 2 Personen von Facebook, die sich gleich vielleicht angesprochen werden fühlen. Also eine ganz besondere Ehre, indirekt an meinem Abenteuer beteiligt zu sein. Und ich weiß schon, wer von beiden das sein wird. Ich glaube, hier müsste gleich die Ecke kommen oder so. Hey! Hilfe! Oh mein Gott, es sind die Goblins. Und sie wollen mich kochen. Was soll das? Sei endlich still, du kleiner Schreihals. Wie möchte gekocht werden? Al dente oder weich gekocht?
Lass mich hier raus! Du bist jung und knackig, lecker. Du bist ein Festschmaus. Oh mein Gott, die Goblins wollen zum Frühstück verspeisen. Hey, schnell! Die... die Lindenstraße fängt gleich an. Hm. Und da ist sie. Hey, psst. Hey, Zwergenfutter. Störe ich dich beim Baden? Sehr witzig. Okay, ich helfe dir. Und jetzt weg hier. Vielen Dank. Wer bist du und was machst du hier? Ich suche jemanden, der unglaublich hübsch und sehr intelligent und einfach zum Knullen süß ist. Er ist genau das Gegenteil von dir. Bitte? War nur ein Witz. Nein, ich suche meinen Verlobten. Er muss hier irgendwo sein. Ciao. Hey, warte doch. Sie ist in Richtung Pandoria gegangen. Und wie ich diese gute Dame benennen werde, Will, komm, steh auf. Wie die originalen Namen sind, das könnt ihr mir vielleicht mal verraten, weil das weiß ich nämlich gerade nicht. Ich weiß nur gerade, wie ich sie benennen werde. Ich werde erstmal Gegner platt machen. Das werden Bonbons sein, die brauche ich erstmal. Weil man kann sie später noch heilen und andere coole Zauber anwenden, die das Spiel leichter machen für uns. Es ist anfangs vielleicht ein bisschen schwer, aber später wird es dann schon ein bisschen einfacher. Das ist das Heimatdorf, da kommen wir nicht zurück. Aber ein sehr schöner Soundtrack. Und ich zeig euch mal noch was. Kernoni Reisebüro. Hier können wir später von A nach B reisen. Für ein gewisses Entgelt. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Später können wir noch auf eine andere Art verreisen, die sehr, sehr cool ist, was ich liebe in diesem Spiel. Aber wie gesagt, erstmal müssen wir nach Pandoria oder so. Ach ja, dieses Spiel hat so viele wunderschöne, schöne Geheimnisse. Quatsch. Wunderschöne Geheimnisse, würde ich schon sagen. Pandoria will ja erstmal die ganzen Gegner platt machen, um ein bisschen EP zu bekommen. Ich werde sowieso offscreen ein bisschen mehr trainieren, um mein Level zu steigern. Das mache ich dann in Gebieten wie diesen, also wenn die Aufnahme nicht läuft. Weil sonst, ganz einfach, hier wird mir dann stundenlang einfach nur zuschauen, wie ich level. Ich denke mal, das wäre für euch dann langweilig. Deswegen habe ich mir das so ausgedacht. Werde ich irgendwann, wenn ich Final Fantasy mache, ebenfalls so machen. So, zack, du komisches Plüschtier. Was auch immer du bist. Ah. Noch ein Todstuhl. Manche Gegner werden später in anderen Farben noch begegnen. Die sind dann auch dementsprechend stärker. Apropos Stärke. Jetzt haben wir Goldmünzen gefunden. Das ist die Währung hier. Ich könnte mal ein neues Level vertragen langsam. Ich bin, glaube ich, so immer noch auf Level 5. Gut, Level 10 wird ein bisschen weit entfernt sein. Ich denke mal Level 6 oder 7 dürfte jetzt erstmal schon reichen bis hin zum Wald. Ich kann mich ja dort später im Elfenteich auch nochmal ein bisschen aufleveln. Da sind ja noch andere Gegner, die dann noch andere EP-Punkte vergeben. So, jetzt sind wir in Pandoria. Willkommen in Pandoria. Mir wurde gesagt,
Ich soll dich durchlassen, sobald du ankommst. Sir Victor aus Tasnica ist in der Burg. Er hat Audienz beim König. Ach übrigens, sprich bitte nicht mit den Menschen hier. Ihr merkt schon an der Musik, der Ort ist irgendwie so ziemlich verhext, weil niemand will irgendwie was sagen. Alle sind schweigsam. Das hat mich damals auch gewundert. Oh je, Oma hat ihr Gebiss verschluckt. Seitdem spricht sie kein Wort mehr. Es ist nicht das... Oh, Moment. War da gerade eine Treppe gewesen? Ja. In Pandoria geschehen nämlich Dinge. Einige Bewohner treiben sich seit einigen Tagen bei Norin herum. Sie reden kein Wort und wirken irgendwie... irre. Und ich muss immer wieder den Soundtrack dieses Spiels loben. Es ist einfach ein wahrer Genuss für die Ohren. Sir Roland und seine Tochter sind in der Burg und richten gerade Hochzeit aus. Ja, nicht alle leiden scheinbar am Fluch. Manche haben doch noch was zu sagen. Ich habe damals mir angewöhnt, so ziemlich viel mit den Dorfbewohnern zu reden, weil die könnten ja nützliche Informationen ausspucken. Du sagst auch nichts, du bist schweigsam. Schweigsam wie die Nacht. Was haben wir hier drin? Hilf unseren Eltern. Mami, Papi reden nicht mehr mit uns. Ob sie uns nicht mehr mögen? Wo schlafen die Kinder eigentlich? Wahrscheinlich bei den Eltern. Waffenladen wird uns doch nichts bringen, weil der Typ will nicht mit uns reden. Ist auch verflucht. Da können wir später Waffen kaufen. Es ist so schrecklich, die Leute benehmen sich wie Zombies. Das habe ich gerade schon gemerkt, wenn ich mit den ganzen Leuten hier so rede. Das ist Burg Pandoria. Bitte nicht stören. Ja, die sind reichlich komisch drauf, die Leute. Jetzt sind wir in der Burg. Gucken uns hier erstmal um, vielleicht ist hier was versteckt irgendwo. Hängen sie in Truppen auf dem Weg zum Schloss der Exetura. Ich packe meinen Koffer und wandere aus. Das sollst du besser auch tun. Viele der Bewohner sind sogar einige Soldaten haben sich in Zombies verwandelt. Um der Armee zu entkommen, habe ich mich krank gestellt. Bei uns in Pandoria nennt man Leute wie mich Drückeberger. Gehst du mal bitte aus der Tür raus? Danke. Ja, bei uns nennt man die, glaube ich, Wehrdienstverweigerer. Diese Leute. Ist hier noch irgendwas? Nee, sonst ist hier keiner. Es scheint eine relativ kleine Burg zu sein. Dies ist die Burg Pandoria. Vor 15 Jahren hat uns das Imperium schon einmal angegriffen. Die Leute bei den Ruinen tragen seltsame Masken. Ob sie besessen sind? Creepy, Leute, creepy. Na, das haben wir gerade schon gehört. Mein Freund der Baum ist tot. Er starb im frühen Morgenrot. Und ich esse ein Brot. Ich würde so gerne mal den Mana-Baum sehen. Die Hexe im Norden muss gewaltige Zauberkräfte haben. Dieses Land ist von der Hexe verflucht worden. Wir sind alle verloren. Hoffentlich kommt Hagen bald zurück. Er wollte mit mir spielen. Sir Ronald möchte, dass seine Tochter einen Ritter heiratet. Die Arme. Ich glaube, sie sind oben.
Niemand außer mir kann über mein Leben bestimmen, Vater. Hey, Zwergenfutter, sag bloß, du bist ein tapferer Ritter. Du meinst wegen diesem Schwert? Weswegen denn sonst? Hör zu, vorhin habe ich dir geholfen, jetzt musst du mir helfen. Wir müssen Sutura, der Hexe, meinen verlobten Helgen befreien. Aber ich muss doch den Lavatimbe... Das kann warten. Auf, ich heiße Waki. Und ich heiße... Gib dem Mädchen einen Namen. Ja, jetzt kommt der Moment. Ich kann sie endlich so nennen. Ich nenne dich nämlich... Jenny. Okay, dann heiße ich Jenny. Jenny schließt sich an. Willkommen im Team. Und das erste, was wir machen, ist Jenny ausstatten. Und zwar... Ja, das sind irgendwie ihre Klauen, also Schlagringe. Und wir statten sie mal mit der Lanze aus. So, mal schauen. Was haben wir hier noch so? Ah, da ist Viktor. Waki, es ist dir aufgefallen, dass die Leute hier seltsam sind? Die Exodura entzieht den Menschen die Lebensenergie. Sie treiben sich seit Tagen bei den Ruinen herum. Reden kaum ein Wort. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Geh zum Elfenteich. Oje, Mene, mein Volk ist verzaubert worden. Warum passiert das mir? Die Truppen, die ich zu Dura geschickt habe, wurden gefangen genommen. Es war also deine Idee, Hagen zur Hexe Zura zu schicken? Wolltest du Hagen und mich auseinanderbringen? Natürlich nicht. Wir sprechen uns noch später. Die ist richtig sauer. Du bist aus deinem Dorf vertrieben worden? Tja, dumm gelaufen. Du solltest hier auch verschwinden. Es wäre das Beste für uns alle. Na tolle, das sind nicht Gastfreund. Das ist nicht die Gastfreundschaft. Dann gehe ich halt. Tschüss. Wer so unhöflich ist. Ne. So, dann gehen wir mal aus Tura raus. Wir haben jetzt einen Auftrag bekommen, zum Elfenteich zu gehen. Was wir jetzt auch endlich mit unserer neuen Partnerin, die wir optional, wären wir zuerst nach Pandoria gegangen, später hätten retten müssen im Hexenwald. Aber dazu kommen wir noch. Ich würde sagen, ich mache hier einen Cut rein. Im nächsten Part gehen wir dann in Richtung Elfenteich mit unserer neuen Gefährtin Jenny. Also, seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Secret of Mana. Ciao, Leute.